Imperiale Soldaten. Mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt.
Zeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Ist los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Lucis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her.
Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Okay. Und wo? Irgendwo werdet ihr schon fündig werden. Sammelt einfach alles ein, was noch brauchbar aussieht. Ha! Des einen Müll ist des anderen Schatz. Immer schön die Augen aufhalten. Nockt! Warum übernachten wir nicht hier? Gibt's hier was Tolles? Warme Betten und ein Dach überm Kopf? Hier wimmelt's bald von Sichern. Solange wir fahren, passiert schon nichts. Ach, wenn du da mal recht behältst. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Nockt. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Nockt, ich höre Magitech-Motoren. Ist das lästig. Klappe zu, Monster tot. Lass dich von nichts aufhalten. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Sorry!
Los, vorwärts. Ja. Hey, Noct, über dir! Hier räume ich auf. Los, vorwärts. Noct? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Ach, du bist es wieder. Knurrt der Magen? Geht ihr für uns auf die Jagd? Thank you.
Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Ist wohl eine weitere Lektion des Alten, was? Sid lässt echt nicht locker! Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Ich bin auch total alle. Oh, Sid. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdienkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Noct, ich höre Magitech-Motoren. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Na gut, ich umgehe sie und greife ein. Ja!
schon zur Sorge. Das war einfach. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Oh. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Für jedes Problem die richtige Lösung. Wir sind im Geschäft. Bis in Bälde.
Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden nach Altissia, um der Kanagi die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen vor Luna Freyas Hochzeitskleid nieder, da ihr Leichnam bislang nicht gefunden wurde. Viele von ihnen hegen weiterhin die Hoffnung, dass die Kanagi noch immer am Leben sein könnte. Kor scheint irgendwie nie eine Pause zu machen. Ja, erst Insomnia, dann Hammerhead, dann das Königsgrab. Man sollte ihn Kor den Rastlosen nennen. Wäre aber nicht so cool wie der Unsterbliche. Der Name erklärt auch, wie er es aus Insomnia geschafft hat. Ach, der hat einfach nur Glück. Das hat nichts mit Glück zu tun. Du denkst doch nicht im Ernst, er hätte all seine Kämpfe nur durch Zufall überlebt. Leute, bleibt wachsam. Das dürfte nicht lange dauern. Das schaffen wir mit links. Ade. Wirklich? Schon wieder? Denen wird Hören und Sehen vergehen. Was sollen wir überhaupt an einem Grab? Es hat sicher etwas mit dem Vermächtnis der Luzis zu tun. Wir werden das bald ausprobieren. Mann, ich hasse fliegende Feinde. Keine Zeit zu verlieren. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Vorsicht! Ist das lästig? Da wären wir also. So, Monster-Tod! Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Wir sind da. Das ist also das Königsgrab. Scheint, als wäre der General drin. General? Ihr habt hergefunden. Gut. Und jetzt? Was soll ich an einem alten Grab?
dir die Kraft deiner Ahnen holen. Sie liegt in den Königswaffen. Die Waffen sind dein Erbe. Dein Erbe. Als neuer König. Als König wovon denn bitte? Dies ist weder Zeit noch Ort für kindische Rebellion. Ein König muss sein Volk schützen. So wie mein Vater es tat. Wie viele starben? Nur damit sein eigener Sohn leben konnte. Noctis, Regis hat getan, was er tun musste. Um sein Volk, dein Volk, zu retten. Mein Volk? Warum hat er mir dann nichts gesagt, verdammt? Er hat mich mit einem Lächeln verabschiedet! Ich war... völlig ahnungslos. Er war mehr als nur ein König. An jenem Tag wollte er einfach nur dein Vater sein. Er wusste, dass sein Erbe, dass du die richtigen Entscheidungen treffen würdest. Hoffentlich hat er sich da nicht getäuscht. Noctis, du wirst dich mit deinen Freunden auf die Suche nach der Kraft der Könige machen. Nicht allzu weit von hier liegt noch ein Königsgrab verborgen. Noch immer sind viele Gräber erhalten. Der Weg zu ihnen ist jedoch äußerst gefährlich. Daher werde ich euch eine Weile begleiten. Ich muss mich erst davon überzeugen, dass ihr auch alleine klarkommt. Wie viele Königswaffen gibt es denn insgesamt? Es gibt 13 luzische Königsgräber, in denen Waffen verborgen sind. Leider sind uns nicht alle Positionen bekannt. Die Meldatio-Jäger sind bereits damit beschäftigt, die verschollenen Gräber ausfindig zu machen. Aha. Und wir sollen jetzt wohin? Zur Kikatrik-Schanze. Tief in den Ruinen wurde ein Königsgrab gefunden. Wie die rennen! Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Komm doch! Ach du schon, du fragst nie! Wie fandst du das? Sauber! Das war gerade nicht übel, Prompto. Was? Ein Lob vom General? Heb jetzt nicht ab. Trainiere jeden Tag. Jawohl, wird gemacht. Vor langer Zeit war dies der Schauplatz heftiger Gefechte mit dem Imperium. Später wurde dieser Ort verlassen und die imperiale Armee begann, ihn für ihre Zwecke zu nutzen.
Befehle für mich? Nein, wie gesagt, ein Kinderspiel. Wir sind ganz klar in der Unterzahl. Trotzdem können wir sie besiegen. Eure Kräfte sind begrenzt, also nutzt euren Verstand. Auf den Nade! Lassen wir die Waffen sprechen. Ja. Nimm dies! Ist Verlass. Gerne wieder. Los jetzt! Mord! Lass uns die Gegner nacheinander aufschalten. Hier bin ich! Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ein Magitech-Mech. Gefährlich? Dieses Modell stellt eine mittlere bis gemäßigt starke... Soll heißen? Gefährlich. Kor, wenn wir den besiegen, vertraust du uns dann? Du meinst also, ihr schafft das. Das will ich sehen. Imperiale Truppen. Alles im grünen Bereich.